Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu meinem ersten Teil des FAQs. Und heute haben wir das Thema Let's Plays. Und der Fragenvorleser heute ist jemand, den ich noch nie dabei hatte, und zwar meinen Namenskollegen, den YT687. Hallo! Hallo, nicht so ins Mikrofon schreien. Entschuldigung. Macht nix. Also, Frage Nummer 1. Wie bist du aufs LPen gestoßen? Was hat dich dazu bewegt, damit anzufangen? Also, aufs LPen bin ich gestoßen, ich glaube, es war Deathmig, war mein erster Let's Player, den ich gesehen habe. Als ich bei Terranigma mal nicht weiterkam, habe ich einfach mal Terranigma irgendwie eingegeben und dann kam da irgendwie der Vorschlag Let's Plays. Bin ich auf Let's Plays drauf oder auf Walkthrough oder Playthrough. Und da bin ich auf Deathmig gestoßen und es hat mir irgendwie gefallen. Hab dann Terranigma irgendwie nicht mehr weitergespielt und hab nur noch Deathmig seinen Let's Play angeguckt. Und bewegt hat mich dann eigentlich eher Funk Royal mit seinem Donkey Kong Country Returns Let's Play. Das fand ich wirklich episch und find's immer noch episch und überhaupt seine Donkey Kong Country Let's Plays finde ich geil. Also das sind, finde ich, einfach nur epische Let's Plays und ja, so bin ich aufs LPN gestoßen und bewegt hat mich einfach das, dass ich's auch mal wollte, ausprobieren, wie es ist. Gefällt mir bis jetzt. Wie bist du auf den Namen White Feelings gekommen? Ich wollte diese Frage eigentlich nie beantworten. Also, man muss sich vorstellen, wie wenn jemand ein Let's Player sein will, aber keinen Namen hat. Ja, ich hatte aufgenommen schon alles und so, hatte bloß keinen Namen. Ja, dann fiel mir nix ein und eines Nachts, also das ist jetzt wirklich kein Fake, das ist wirklich jetzt wirklich passiert, bin ich eingepennt und irgendwann kam, ich weiß nicht mal, ob das wirklich so eine Vision war, irgendwie kam da so ein Vieh und hat zu mir White Feelings gesagt. Bin aufgewacht, hab's aufgeschrieben, am nächsten Morgen, what the fuck? Hab mir einen YouTube-Kanal gemacht, hab's hochgeladen, BAUM! Und ja, das war das. Ja. Wieso der weiße Drache? Auch eine tolle Geschichte, ich hatte vorher ein richtig scheiß Profilbild, also wirklich ein scheiß Profilbild. Also da habe ich Namen White Feelings hingeklatscht in Chimp, hab hinten dran so ein paar weiße Flecken hingemacht und das war's. Ja, dann habe ich habe Spielprinz, ja, es war eigentlich so mein erster Kontakt als Let's Player. So, der hat sich auch ein Profilbild gemalt sozusagen und da habe ich mal gefragt, ob ich auch ein Profilbild haben kann und dann hat er mich gefragt, was ich mir da so vorstelle. Habe ich so gedacht, was soll ich mir da vorstellen? Und dann habe ich in meinem Zimmer rumgeguckt und da sieht, also in, du weißt ja auch von meiner Zimmerbesichtigung, dieser eine Drache da mit dem abgebrochenen Flügel, gell? Mhm. Den habe ich dann einfach gesehen und habe dann so Spielprinz gesagt, hey, mach mir einen Drachen. Am besten weiß, weil White Feelings halt, weiß halt irgendwie, weißer Drache ist und den Rest kannst du entscheiden. Und ja, dann hat der mir das gemalt und ich bin glücklich. Hast du irgendwelche Vorbilder? Ja, Funk Royal würde ich mal so sagen. Funk Royal ist mein Lieblings-Let's Player eigentlich so, deswegen der eigentlich, ja. Bekommst du oh, sorry. Ja, ja. Bekommst du öfters Kommentare wegen dem Whitey, also aus rassistischem Blickwinkel ausgesehen? Am Anfang ja. Jetzt nicht mehr. Am Anfang war das wirklich oft so, dass alle gesagt haben, Rassist, hab ich dann immer so argumentiert mit White Fox LP zum Beispiel. So, wenn er sich Black Fox LP genannt hätte zum Beispiel, ja, oder der kriegt bestimmt auch rassistische Hintergründe oder so, aber Black Fox LP wird sich, finde ich, scheiße anhören zum Beispiel. Und Black Feelings, ja, da wird mich jeder als Schwarzen abstempeln bestimmt. Wenn man zwei Whiteys multipliziert, dann um die Hälfte dividiert und ein Marsmensch die Gesetze der Mathematik außer Kraft setzen würde, wie viele Whiteys würde es dann geben? Nur noch uns zwei?
Ich hasse dich für die Frage übrigens. Ich weiß. Ja, und das hat mir 666 The Talent beantwortet und da werde ich jetzt einen Audioausschnitt dann reinfügen und ja, Ja, Moment, das rechnen wir jetzt mal gerade mal aus. Also, zwei Whiteys mal zwei Whiteys. Da hat man vier Whiteys. Wenn man diese wiederum um die Hälfte dividiert, wäre zwei, wäre vier durch zwei, hätte man wieder zwei. Das Problem an der ganzen Sache ist ein Maßmensch, der die Gesetze der Mathematik außer Kraft setzt. Weil, wenn die Gesetze der Mathematik außer Kraft gesetzt werden, wird 2 zu x, weil 2 durch keine Gesetze der Mathematik alles sein kann. Deswegen ist x gleich unendlich und unendlich gleich die ganze Welt wäre voller Whiteys und wir wären eine Whitey-Bevölkerung, die Menschheit gäbe es nicht mehr, es gäbe nur noch die Whiteys. Ja, also das geht irgendwie gar nicht. Und selbst wenn das geht, würde ich mir Gedanken machen. Nächste Frage. Nächste Frage. Was macht dir am MP am meisten Spaß, beziehungsweise am wenigsten? Am meisten macht mir Spaß, ja, das LPen an sich, also das im leeren Raum sitzen und mit mir selbst quatschen ist doch schon was Tolles irgendwie. Und am wenigsten Spaß macht, was soll mir da am wenigsten, ach ja, wenn mich Spiele so richtig zum Abfacken bringen oder wenn eine Aufnahme nicht richtig klappt, da könnte ich echt ausrasten. Ah. Wie viel Freizeit verbringst du mit LPN? Einmal in der Woche ungefähr 2 Stunden, würde ich mal schätzen. So. Allerhöchstens. Wenn man Rendern und so nicht mitzählt. Also wenn's Rendern und Schneiden noch ist, dann nochmal, denke ich mal, 1 Stunde ungefähr. Was sagen deine Eltern und Freunde dazu, dass du LPst? Freunde habe ich genug, die selbst, also habe ich ja selbst welche, die LPer oder sowas sind, also oder Reviewer oder Let's Player halt oder sowas. Also denen ist es eigentlich recht scheißegal. Viele haben mich auch abonniert und ja, Familie, ja, meine Mutter, die schaut selbst LPs zum Beispiel, bei LPAki zum Beispiel, hat sie. Die guckt zum Beispiel A Link to the Past bei ihm, also wenn sie nicht weiterkommt und ich keinen Bock habe ihr zu helfen, guckt sie LPAki. Und so bin ich auch auf LPAki gekommen zum Beispiel. Also ich bin über meine Mutter auf den Let's Player gekommen, mit dem ich jetzt recht gut befreundet bin. Also das ist auch eine tolle Sache. Kannst du schnell bei Spielen ausrasten? Obwohl, nee, die Frage ist zu rhetorisch. XD. Nee, ich raste nie bei Spielen aus. Ich nicht. Nee. Nein. Zockst du auch, wenn du nicht aufnimmst? Würde ich niemals tun. Warum machst du nur Pokémon-Let's Plays? Smiley Face. Penumbra, Tropico, Zelda, Pokémon. Was ist daran Pokémon? Los, Link. Schwerthieb. Machst du mal Tropico weiter? ja. Das mache ich irgendwann weiter mit einem Freund, der sowas ähnliches wie Let's Player ist oder zumindest Let's Player wird oder im Moment ist er nur ein Reviewer sozusagen, sowas ähnliches oder Tester oder Spieletester sozusagen. Aber mit dem mache ich bald mal ein Tropico Noob Let's Play sozusagen auf 1% oder so, also das Niedrigste, was geht und da probieren wir 70 Jahre auszuhalten. Also an der Macht zu sein und uns in der Diktatur vorzubewegen. Kennst du Star Wars, The Old Republic? Wenn ja, wirst du damit anfangen? Kennen ja. Anfang, ich hasse Star Wars damit. Also, ich hasse Star Wars. Also, deswegen werde ich es niemals anfangen. Star Wars ist mit. Na, ich mag's Ja, nicht. noch einer, der Star Wars hasst, endlich auf dieser Welt. Ja. Hast du From Dust, beziehungsweise, weißt du, was das ist? Wenn ja, fängst du ein LP davon an? From Dust kenne ich vom Namen her. Und anfangen, wieso sollte ich? Ich hab euch schon mal entscheiden lassen, was ich spielen soll. Erstmal werde ich euch das jetzt nicht mehr machen lassen. Das werde ich jetzt erstmal alles selbst entscheiden.
Nach welchen Kriterien suchst du die Games aus, die du zockst? Sie sollen mir Spaß machen. Sie sollen vom ersten Eindruck, also der erste Eindruck auf mich, soll gut sein halt. Also zum Beispiel Penumbra habe ich nur knapp 5 Minuten gesehen und wollte das Spiel dann haben, hab's bekommen, hab sofort angefangen mit Let's Play davon zum Beispiel. Also es hat mich am Anfang schon gefesselt und ja, Kriterien sonst, Grafik habe ich keine hohen Ansprüche, also Bei deinem scheiß PC. ja, überhaupt eigentlich, ja, bei dem neuen PC wird recht viel noch gehen, aber beim meinem Laptop, da habe ich sowieso keine hohen Anforderungen, also da ist noch nicht mal Penumbra richtig drin, also Penumbra Black Black Hue zum Beispiel ist nicht drin. Hat es bei deinem Let's Show mit Ben und Dennis Spaß gemacht, im Bett mit Dennis zu liegen? Ja. Nein, natürlich nicht. Ich bin doch nicht schwul oder so. Nee, doch, irgendwie fand ich's witzig. Also, Dennis, mein Schatzi-Bu, ich will auch mal mit Ben im Bett liegen. Welche PC-Spiele LPst du noch? Woher soll ich das wissen? Ich hab dazu. Okay, ich hab fast gar keine PC-Spiele. Also, möglicherweise Penumbra Black Black Hue. Also, nee, auf jeden Fall Penumbra Black Black Hue und, habe ich hier noch was stehen, was ich Let's Playen könnte? Ja, Tropico nochmal, zumindest. Habe ich noch was in meinen Irgendwann-Projekten stehen? Muss ich mir jetzt mal ganz kurz gucken. Da gehe ich jetzt mal kurz auf YouTube. Vite Felix. So. Oder anders Whitey. Ja, so auch. Mein lieber Whitey. 687. So, geplante Projekte: Zelda, Penumbra, Shadow of the Colossus, Donkey Kong Country Together. Ja, nur Penumbra im Moment. Nächste Frage. Welchen Let's Player findest du voll scheiße und welchen voll gut? Voll scheiße. Da möchte ich jetzt eigentlich keine Namen nennen. Und welchen voll gut? Ja, da gibt's viele. Wenn ich jetzt meine ganze Abo-Liste durchgehen würde, dann hätte ich sie, glaube ich, so zum Großteil, aber Yes, ich bin dabei. ja, ich habe gesagt zum Großteil. Wer sagt, dass du zu 100% dabei bist? Nee, auf jeden Fall, ja, Deathmic, das Mirko LP, also jetzt von den Erfolgreichen, sag ich mal, und von meinen ganzen Freunden sowieso alle. Also alle, die ich so hab in Dings in meiner Box oder so oder jemals hatte, auch dich zum Beispiel, also für dich war bloß kein, also ist noch Platz eigentlich, aber es ist irgendwie keine Ahnung. Du kommst vielleicht wieder rein. Ja, auf jeden Fall von den erfolgreichen Funk Royal, das Mirko LP, Deathmic, LP Arki und Minecraft Sven und wenn ich jetzt, ja, ich kann auch Gronkh sagen, Emero, Pongy, also Pongy zockt oder The Ponge Block, wen habe ich hier noch? Takoro Misashi zum Beispiel noch und TrueMG und Suichomaru und Herr DK und wen noch? Hier, ich gehe gerade meine Abo-Liste durch. Ah, Lightcatcher, Gronkh habe ich schon gesagt. Ja, das war's, glaube ich. Mal so. Ach ja, Darth Vader. Und Was wahrscheinlich. ist dein Ja. Lieblings-Let's-Play von jemand? Oh, Entschuldigung. Na, macht nix. Was ist dein Lieblings-Let's-Play von jemand anderem? Funk Royal mit Donkey Kong Country Returns und Donkey Kong Country 1. Ganz, ganz eindeutig. Sag einfach nur noch Funk Royal. Funk Royal. Bestes Let's Play von dir. Gar keins. Wie stehst du zu Hatern, Sub for Sub oder Box for Box und Let's Player Unterstützung? Ich stehe zu Hatern mit dem Satz: Haters makes me famous oder make me famous, ich kann kein Englisch. Sub for Sub hasse ich über alles. Ist X, peinlich. X for X steht hier, also Box for Box wahrscheinlich oder Friend for Friend oder sowas. Scheint das zu heißen. Friend for Friend ist mir scheißegal. Box for Box, das ist scheiße, noch schlimmer als Sub for Sub. Weil da das Sub for Sub noch wahrscheinlich mit inbegriffen ist. Und Friend for Sub ist, finde ich, auch scheiße. Also,
Ja, und Let's Player-Unterstützung, also finde ich, also mag ich. Also wenn jetzt, also ich unterstütze auch gerne so welche, die, sage ich mal, erst ein paar Tage dabei sind oder sagen wir mal lange dabei sind und erst 7 Abonnenten haben. Gell, mein lieber Whitey, der einen Tag nach mir angefangen hat, aber ja, trotzdem gut ist. Abonniert ihn bitte. Der Ja, Typ hat es bitte. verdient. Der Typ, der war einfach nur zu dumm, um Tags hinzuschreiben. Der Typ, Ey. der konnte nicht gefunden werden. Der ist gut, bloß er ist dumm. Danke. Sorry, aber es muss jetzt mal gesagt sein. Wie lange hat es gedauert, 200 Abonnenten zu bekommen? Schau auf meinen Kanal, wann dieser Kanal auch, also wann dieser Kanal gemacht wurde, dann weißt du es. Rechnen solltest du auch können, Mathe, Grundwissen von der ersten Klasse ungefähr. Wie fühlst du dich, dass du schon mindestens 200 Abos hast? Yay, 200 Abonnenten, wuhu. Für wie viel Euro würdest du aufhören, LPs zu erstellen? Kommt drauf an, also es ist ja die Sache, nee, aufhören mit LPs, also ich habe jetzt gedacht auf White Feelings, aber LPs, Also ich weiß nicht, ob ich wirklich, sagen wir mal, einer Million sozusagen, weiß ich nicht, ob ich da wirklich widerstehen könnte. Also ich glaube eher nicht, kein Mensch würde eine Million ausschlagen. Also kein Mensch würde das, glaube ich, ausschlagen. Also da würde ich auch ein Eid ablegen, dass ich keine Let's Plays mehr mache. Also würde ich wirklich mal so sagen. Also wenn ihr mir eine Million gebt, meine lieben Hater, die wollen, dass ich aufhöre mit Let's Plays, bitte her damit. Geld geil. Abo geil, Geld geil, alles geil. Was denkst du, wie lange du, Bud, was denkst du, wie lange wirst du noch LPen? So lange, bis mir jemand 1 Million Euro gibt. Und das war's. Was? Das war's schon. Oh mein Das war's Gott. schon. Das waren die Fragen. Das war Teil 1 und Teil 2 wird dann morgen oder so kommen, denke ich mal. Also, Abonniert mich. ja, abonniert ihn. Abo geil. Nein, das wird dann das Thema Privates, Persönliches, sowas, glaube ich, wenn ich Du hast es gerade eben richtig. noch gesagt, Let's Plays. Nein, das wird das nächste sein. Achso, okay. Also, nee, Let's Plays war das jetzt und das nächste wird dann Privates, Persönliches. Und, Wenn du nicht hättest. ja, und, ja. Dann bis morgen beim nächsten FAQ-Teil, Teil 2, wenn ich richtig rechnen kann. Bis dahin, tschö!